Aua. Klingt, als würden sie da vorne irgendwas Wichtiges bewachen. Und ich dachte, da kommt was Schweres jetzt. Was leuchtet da? Ist der Loot? Nee. Feuer. Jo, aktivieren. Kürzung. Was soll denn eine Abkürzung sein? Na, wahrscheinlich Rückweg, ne? Gehe ich mal von aus. Noch ein Druide. Sie können das Labor nicht betreten. Sie sollen nicht. Alles okay? Sie dürfen nicht hinein. Es klingt so, als wäre ich nicht willkommen. Ja, das bist du. Du kannst nämlich schweben und ich kann es nicht. Ne, sonst nichts. Die Spiegelung. Guck mal, überall spiegelt es sich. Ist gut, ne? Schon echt gut. Oh! Stehen wir uns. Lass uns die Datendesk zur See bringen. Ja, machen wir. Wir haben noch keine einzige zur See gebracht, ne? Hihi. Nicht gut, aber auch nicht schlecht, wie ich da durchgekommen bin. Ja. Haben wir schon wieder ein Rohr gekriegt. Werde ich nicht? Das war ein bloody Ernst. Was immer da vorne ist, wow. Sie wollen nicht, dass wir es erreichen. Wo ist der denn rumgekrabbelt? War dies? Wow. Zerstörte Wand. Wow. Naja, sonst ist jetzt aber nichts. Was auch immer passiert ist, hat diesen Mond in Stücke gerissen. Ja. Da ist irgendwas passiert. Hui. Noch Fragen? Oh, oh Gott, habe ich mich erschrocken. Geh hoch mit dir. Naja. Andererseits wäre es wahrscheinlich cleverer. Nein, muss ich hier machen. Genau. Tadam. Hört ihr auf mich zu schießen? Geh hoch jetzt. Wow, wow. Okay.
Nur mal kurz gucken. So, rein Interesse halber mal. Ja, da wäre ich wohl gestorben. Bist du blind, Alter? Alter, läuft rückwärts. Da läuft er rückwärts. Oh. Schnell. Oh. Okay. Schnell, 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 schnell. Oh, Digga. Das war ganz knapp. Guten Tag. Hey. Sie wollen uns auf gar keinen Fall reinlassen. Meinst du? Warte bitte. Du fällst zurück. Scan. Sehr schwer. Ich glaube nicht, dass ich das bewegen kann. Glauben ist nicht wissen. Bewegt sich nicht. Okay. Jetzt wissen wir's. Ja, lohnt sich eigentlich nicht. Außer zum Speichern. Oh. Dunkel geworden. Ich sehe es gerade in der Kamera. Beziehungsweise im Kamerabild. So, ist hier noch Loot, bevor wir das Ding hier bewegen? Nope. Dann sollten wir es mal bewegen. Oh, eine Schaukel. Okay. Oh, es hat nicht gereicht. Okay, dann drücken wir lieber. Aber jetzt. Aha. Da lang. Also hier lang. Dann da lang. Dann da lang und hier hoch und rüber und moin. Hüllenfertigung. Wie kann der da eigentlich atmen? Hier ist doch sicherlich keine Atmosphäre so kaputt wie der Mond ist. Oder habe ich da einen falschen Gedankenansatz? Ja, da geht's weiter. Loot gibt's keinen. Okay. Die armen Droiden. Sie waren jahrhundertelang ungestört. Bis die Raider kamen. Tja, wie bei Fallout. Schon haben sie die Vault überfallen.
Laut Inventarliste. Mit Schaf noch dran. Ja, geht vom... vom Ton her. Großer Dynamo. Das wird Cordova interessieren. Gerät erhalten. Wurde etwas Interessantes versprochen. Ich werde dich in Stücke schneiden. Machst du das? Das ist eine Ehre, seit dich zu erledigen. Hey, nicht so schnell. Cooler Kampf. Kurz, aber cool. Tadam. Spezialanfertigung. Vielleicht können wir sie gebrauchen. Special. Und zufällig steht eine Werkbank mitten in einem Raum, der keinerlei Bedeutung hat. Oder zu haben scheint. Willst du es ausprobieren? Jetzt sind wir ein Kreuzritter. Ein Kreuz-Jedi-Ritter. Parierstangen Kampfstil erhalten. Kerl kann jetzt im Kampf den Parierstangen Kampfstil einsetzen. Der Parierstangen Kampfstil ermöglicht langsamere und wuchtigere Angriffe und hasst eine höhere Ausdauer zur Verteidigung. Wir hatten das Korrektur gelesen. Okay. Das war das Ziel. Ich werde gehen. Ich bin der beste Pilot für diese Mission, das wisst ihr. Jedes Schiff, das wir in den Abyss geschickt haben, ist spurlos verschwunden. Wir gehen zusammen. Ich lasse es nicht zu, dass ihr dieses Risiko alleine auf euch nehmt. Das ist eure Erfindung. Niemand sonst versteht sie. Ihr seid die Einzige, die mich zurückführen kann. Partikel sind geil, ne? Also gut. Ich zeichne 3% die Passage auf und sorge dafür, dass ihr zu uns zurückkehrt. Mehr Leistung von der Grafikkarte. Creon Dagon. Kasane, tu, was du tun musst, Kumpel. Hallo. Kannst du mit dem Lichtschwert angreifen? Drück Y, um den Machtangriff anzusetzen. So. Okay. Ist vielleicht doch ganz cool. Die schwerere Waffe. Wir haben Gesellschaft. Hallo. Wer will zuerst? Hey. Da oben. Cool. Da kommt jemand. Ja, ich. Jetzt heißt es du oder ich? Ja, ich. Sag ich doch. Komm wieder her. Das wirst du mir büßen. Oh. So. Sah schon cool aus. Okay, lassen wir mal die Parierstange.
Und was nehmen wir noch? Nehmen wir die zwei Schwerter oder die Doppelklinge? Also mit der Doppelklinge habe ich ja schon ein bisschen mehr. Erfolg. Nehmen wir. Okay. Aber die Parierstange, ja. Okay. So, kurz gucken. Noch irgendwo was abzugreifen. Das ist dann hier Abkürzung, ne? Gut. Dann gehen wir mal weiter hier hin. Das ist wieder das Echo. Da haben wir einen Meditationspunkt und wir haben einen Fähigkeitspunkt. Okay. Was können wir mit dem noch anstellen? Ich glaube, lichtschwertmäßig. Da ist er wieder. Toffelino. Oh, wir haben eine neue Waffe. Dann kommen jetzt zwei Schwerter. Jetzt habe ich die zwei Schwerter aber nicht mehr. Egal, wir leveln auf. Neue Waffe. Also ein schweres Lichtschwert. Wie so ein Kreuzritter, weißt du? Langsam, aber harte Angriffe. Und hier, yeah, I show you. Hier, yeah, mit zwei so Streben. Ist ganz cool. Wie gesagt, ein bisschen langsamer, aber das kann. So. Ah, müssen wir hier wieder zurück. Warte. Hier. Oder? Kurz checken. Nee. Ah, wir müssen Cementis zurück. Ja, cool. Dann haben wir es ja quasi schon geschafft. Den Mond. Oh, aber wo lang? Warte mal. Ja, doch, das passt doch. Da ums Eck und da hinten rüber. Jawollo. Da kamen wir doch gerade her. Da steht sie. Hätte ich auch einfach hier wieder rausgehen können. Weil von hier sind wir gerade gekommen. Na egal. Alter. Meister Cordova sagte, Dagon hatte eine Zuflucht auf Kobo. Finden wir sie. Was immer er benutzt hat, um den Abyss zu durchqueren, finden wir möglicherweise dort. Hochgegriffen, zack, Streben an. Ja. Hast du bei unserer Ankunft den Krater gesehen? Naja, Krater ist noch vorsichtig ausgedrückt. Krater? Der ganze Mond ist zerstört, Alter. Ja, okay, ist vielleicht doch ein Krater. Non-Krater. Jo, Dan. Wohin geht's als nächstes? Auf dem Planeten. Hierhin reisen. 54,8% waren das jetzt nur auf dem zerstörten Mond. Da gibt es noch Dinge zu entdecken. Hast du dir die alte Technik angesehen, die Kerl in dem Labor gefunden hat? Konnte nichts damit anfangen. Vielleicht passen ein paar Teile zusammen, wenn wir uns Dagons Zuflucht auf Kobo angesehen haben. Die Leute kommen nach Kobo, wenn Dinge kaputt sind, nicht um sie zu reparieren. Was ist mit dir, Grease? Falls das heißen soll, dass ich als kaputter Latero nach Kobo gekommen bin, liegst du falsch. Genau. Ich brauchte nur eine Pause von euch allen. Du nur was zu sagen, ne? Ach, ist das jetzt so ein
Setz dich, Junge, wir landen. Nachladeding. Ja, ja, genau. Jetzt geht's. Ja, cool. Kobo. Auf Kobo waren wir in Teil 1 doch auch. War das nicht der erste Planet? Mit dem riesen, fetten Drachen? Ja, ne? Das ist das Ding. Ja. Würde ich schon behaupten. Aber was ich auch behaupten würde, ist, dass wir für heute Schluss machen und uns das nächste Mal angucken.